Bitte kommen Sie doch herein. Opus hoc insigne completum est. Anno incarnationis Dominique, millesimo quinventesimo vicesimo primo, ad Dei honorem. Und dieser Altar hier im Schleswiger Dom birgt ein Geheimnis? Der ganze Altar ist voller Geheimnisse. Wir kennen mal gerade den Namen des Künstlers, Hans Brüggemann. Schon beim Stifter sind wir nicht mehr ganz so sicher. Was ist denn das Thema dieser vier Bilder? Das Abendmahl, oder richtiger die Eucharistie, es ist ja ein ehemals katholischer Altar. Das meint die Friedensstiftung Gottes. Hier in der ersten Szene begegnen sich Abraham und Melchisedek. Eine alttestamentliche Szene, die als Vorausnahme des Abendmahls gedeutet wurde. Melchisedek? Ein großes Geheimnis. Melchisedek heißt König des Friedens, der Gerechtigkeit, von dem der Hebräerbrief sagt, er hätte weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und das ist Abraham und sein Gefolge? Ja, nach der Befreiung Lots wird Abraham von Melchisedek gesegnet und empfängt aus seiner Hand Brot und Wein. Auf der Seite Melchisedeks stehen keine Soldaten. Richtig. Der Friedenskönig bedarf keiner Soldaten. Wer ist denn die Person hinter Melchisedek, die aus dem Bild heraus uns anschaut? Viele meinen, dieses sei der Künstler Hans Brüggemann selbst. Der Meister dieses Kunstwerkes? Ja, und sehen Sie, er wird von dem Ritter dort genau beobachtet. Der mit der tellerförmigen Kopfbedeckung? Genau. Und die Züge ähneln stark denen Herzog Friedrichs, wie sie auf seinem Grabmal zu sehen sind. Den mutmaßlichen Auftraggeber dieses Kunstwerks. So dass hier Stifter und Künstler vereint sind? Vielleicht. Das ist eben auch eines der Geheimnisse. Auf was die beiden Männer hier hinweisen, ist ebenso ungewiss. Die Szene handelt von der Einsetzung des Passamales vor dem Aufbruch der Israeliten aus Ägypten. Da ist auch irgendwie so eine Unruhe zu spüren. Tja, im Bibeltext heißt es dazu ja auch, ihr sollt essen in angstvoller Eile, den Stab in der Hand. Hat nicht auch Jesus mit seinen Jüngern Passa gefeiert? Er hat Passa gefeiert und sich mit ihnen versammelt zum Passamahl und bei dieser Gelegenheit das Abendmahl gestiftet. Ich sehe hier 14 Personen. Ja, Jesus erscheint ja auch zweimal in der Szene. Am Tisch hinten, an seiner Brust Johannes und dann noch einmal ganz vorn, wo er Petrus die Füße wäscht. Christus kniet ja vor ihm nieder, um zu dienen. Das ist wohl das größte Geheimnis. Und dieser Dienst Gottes wird im Liebesmahl deutlich. Da sitzen ja Leute aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten an einem Tisch. Ja, einerseits. Sie sehen auch Menschen in klösterlicher Kleidung und erstmals treten auch Frauen in die Szene. Sehen Sie den Bischof dort? Der sich gerade dem mit dem gelockten Bart zuwendet? Er reicht ihm das Brot. Doch vergleichen Sie nun einmal die Gesichter von dem Ritter, der den Künstler anschaut, und diesem hier. Nase, Bart, Kinn, Gesichtsschnitt. Ist das vielleicht noch einmal der Herzog, der Stifter? Ja, aber hier ist er nicht mehr der Herrscher. Er sitzt als Bruder unter Brüdern und Schwestern. Vielleicht ist das das größte Geheimnis der Friedensstiftung Gottes.